Hallo, hallo, ich bin mein Leben, Freunde, und damit darf ich ganz einfach gefangen. Let's play, lass uns hören. Ich spreche ganz undeutlich, ja. Ich war ein bisschen doof, ich geb's zu, ich muss das Teil einfach verschieben, das kann ich nämlich schieben. Oder? Ja, genau, ich habe das mit dem Dings irgendwie nie gesehen, aber naja. Nein, 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 Link, das schiebt das. Aktionen schieben. So hätten wir eigentlich auch die anderen sammeln können, aber wir brauchen das natürlich nicht, weil wir zu cool dafür sind. Something is real. Ich habe keine Ahnung, wie der Text von diesem Lied geht. Oh, yay, 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 yay. Oh. Okay. Was kriegen wir da überhaupt? Nichts. Cool! Okay, Link, du verkackst da jetzt nicht. Sehr gut. Sammel ein. Sorry. Ich weiß auch nicht, was gerade mit mir los war. Geht nicht. Dann drück. Oh, drück, großer Linkidus, Fadinkigus. Keine Ahnung, fragt mich was anderes. Na, 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 na. Was machst du denn da? Oh. Aktion. Danke. Aber jetzt fällt doch runter, oder wie ist das? Ich wollte gerade sagen, der respawnt dann, oder? Genau, wir sind nämlich von hier aus nach vorne. Okay, Link, und dann in die Richtung. Genau. Sehr gut. So. Aber da ist ja nur ein Rubin drin, das sehe ich jetzt erst. Oder ist da sonst noch was? Nee, nur ein Rubin. Scheiß auf den fucking Rubin. Ach so, wir brauchen den Rubin. Ah! Wir brauchen den, ja, um weiterzukommen. Ich depp. Mein Gott. Mein Gott. So. Gib her. Halleluja. So, jetzt auf nach dahinter. Geh mal weg. Tschüss! Hui. Okay, ich werde zuerst mal in die Richtung. Link, nein, aus, böse. Genau, zuerst geradeaus. Dann nach links und dann dürften wir es eigentlich schon fast haben. Ich glaube, nochmal geradeaus und dann nochmal nach links. Yep. Na wohl! Ah, ne, rechts runter. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ne, halt links und dann runter und dann normal links. Ist ja nur ein einziges Geschiebe hier. Mensch, die Mensch, Mensch. Mensch, die Mensch, die Mensch, Mensch. Okay. Wenn wir das jetzt so schieben, dann fällt er runter. Kommen wir von hier aus da hoch, müsste eigentlich gehen, oder? Ja, eben. Wollte gerade sagen. Vielleicht ein bisschen... Aber natürlich fällt es... Ja, danke! Danke! Danke für den einen fucking Rubin. Hallo, du. Hallo. Und da kann man nicht einfach durchlaufen. Wisst ihr was? Wir brauchen mehr Flaschen. Drängen. Natürlich ist hier wieder alles respawned. Danke, Spiel. Danke. Wer hat das programmiert? Wir haben keine Pfeile mehr. Toll. Komm her. Komm doch mal. Jetzt, Mensch. Komm her!
Das ist nicht nervig, keine Pfeile zu haben. Nein, nein. Los! Bitte! Fledermaus! Hierher! Los! Danke! Willst du mir Pfeile geben? Achso, okay. Okay, wir holen uns definitiv demnächst mehr Flaschen, weil... Das ist nervig so. Das sehe ich ein, das ist nervig. Es ist voll verständlich. Ich finde es gerade tatsächlich auch nicht so toll, um ehrlich zu sein. So, jetzt können wir nämlich von hier nach da drüben. Das sollte eigentlich reichen. Tu das. Ja, dass er mich jedes Mal auf Neues sagt, was es ist, Mensch. Als wäre es was Tolles, Besonderes, Neues, dass ich das gefunden habe. Das habe ich jetzt nicht schon zigmal gefunden. Nein, nein, das muss mir immer wieder neu erklären. Man muss mir vor allem immer wieder neu erklären, wie man diese Flasche ausrüstet. Das habe ich ja auch noch nicht so oft gehört. Nein, 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 nein. Das müssen wir nochmal erklären, Bert. Nochmal, nochmal. Bis er es im Kopf hat. Am besten dann noch 10-mal. Ach ja. Ach stimmt, die tolle Respawn Engine von Nintendo. Wer kennt sie nicht? Wer verabscheut sie nicht? Nein, du eist mich nicht ein. Boah, ey, von dem Feuer krieg ich Kopf. Feuer vor allem, von dem Licht krieg ich Kopfschmerzen, ey. Hier kommt irgendein Boss. Alter, sieht hier cool aus. Alter, sieht das geil! Kein Wolf. Muss das ein Wolf sein? Mann. Au. Aua! Oh Mann. Mann, ich hasse das. Gut, es ist ein sehr hässlicher Wolf, aber trotzdem. Ihr wisst, dass ich Wölfe feiere, oder? Jetzt muss ich gegen einen kämpfen, Mann. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ah! Ich hasse das. So sehr. Danke für die Deko. Schick! Sei gegrüßt, Link. Hallo! Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Okay. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils. Du musst das Übel beseitigen, sonst wird dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten? Dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Sorry. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblühen groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Ist ja einfach. Du, 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 du. Du, du.
Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Toll. Link, wir werden uns wiedersehen. Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir uns wiedersehen. Ciao. Sayonara. Wakarimashita, Toyokata. Okay. Ich möchte mal hier runtergehen. Dabei werden wir bestimmt mit den... Ach ja, Wassertempel. Von sehr vielen Fast. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Geh mal da runter. Du kannst unser Wasser nicht atmen, wird die Luft knapp, sieht die Stiefel aus. Geh einfach runter. Aber hier gibt's ja nichts mehr, meint er, ne? Doch, ein Weg noch, aber... Gehen wir zum Wassertempel. Da bin ich hart dafür. Ich denke nicht, dass wir da unten dieses Feuer brauchen werden, oder? Ich meine, es ist unter Wasser. Gehen wir einfach dahin. Wir gehen jetzt ohne Umwege zum Wassertempel. Moment, gehen wir jetzt nicht direkt zu... Wo kommen wir da hin? Ich habe gerade mal gespeichert, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Oh, es wird immer! Ach klar, hier ist der, hier unten. Naja, klar. Die Frage ist, wo genau? Arg viel Wasser ist ja nicht mehr da, ne? Zieh mal eben die Schuhe bitte aus, dankeschön. Sind wir schon richtig? Ja, ja, sind wir. Ja, sind wir. Sind wir, sind wir. Nein, die normalen. Hier ist er doch irgendwo, oder? Alter, der ganze See ist ausgetrocknet. Wo genau ist denn der Tempel hier? Das sieht doch sehr tempelig aus. Okay, sich. Ach nee, da ging es zurück zum Dingsbums. Eine Vogelscheuche. Wenigstens eine schöne Hyrule-Musik. Oh, nice Leben. Hä, wo müssen wir? Was ist denn der Wassertempel? Da ist eine Vogelscheuche. Ich bin Byron, das musikalische Vogelscheuchen-Genie. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Okay. Muss ich mir Angst Sorgen machen, weil du mich Süßer genannt hast? Patrick, wie wäre es, wenn du mal da runter gehst? Nur so als Idee. Nur ein Tipp. Netter Tipp. Weiß nicht, ob du da vielleicht weiter... Wir brauchen Pfeile. Na, vielleicht geht es auf den Enterhaken. Glück. Jo, dann auf in den Wassertempel, würde ich sagen. Beziehungsweise, in der nächsten Folge geht es in den Wassertempel. Denn diese ist vorbei! Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben, Mono-Kommentar da. Link zur ersten Folge und zu Bleiben von Sie unten in der Beschreibung. Und auch aus Social Media Links wie YouTube, Facebook, Proxy, bis wir uns kommen, alles gefallen.
Ich sage erstmal so, tschüss, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Und ja, es gibt noch zu sagen, außer tschüss, silly.